Moin, ich bin Martin Flessner, Gründer und Inhaber von Bodenglück. Schön, dass du bei uns vorbeischaust. Dass du deinen neuen Traumboden bei uns super einfach aussuchen kannst, weißt du wahrscheinlich schon. Damit du vorab sehen kannst, wie mühelos das geht, haben wir den kleinen Film gedreht. Bevor du startest, prüf erstmal den Untergrund, auf dem du den Boden verlegen möchtest. Der sollte nämlich nicht nur fest und trocken, sondern vor allem auch eben und staubfrei sein. Reste von alten Bodenbelägen, Farbrückstände und ähnliches entfernst du am besten mit einem Spachtel oder der Rückseite deines Teppichmessers. Das gleiche gilt für eventuelle Estrichnasen an den Wandseiten. Direkt vor dem Verlegen saugst du den Untergrund am besten nochmal gründlich ab, damit beim anschließenden Arbeiten auch wirklich nichts mehr stört. Das ist alles, was du an Werkzeug zum Verlegen brauchst. Keile, Schlagklotz, Bleistift, scharfes Messer, einen Winkel, einen weißen Gummihammer und natürlich einen Zollstock. Den siehst du hier nicht, weil Immo den schon in der Hand hat. Das war's schon mit der Vorbereitung. Und du kannst einfach loslegen. Dabei beginnst du mit dem ersten Element immer links in der Ecke. Die Feder, also der weiße überstehende Rand des Klicksystems, muss dabei zu dir zeigen. Leg das erste Brett so an die Wand, dass sowohl an der kurzen als auch an der langen Seite etwa 10 mm Abstand bleiben. Wenn du es sauber ausgerichtet hast, legst du die zweite Planke zunächst mit der kurzen Stirnseite lose in das erste Brett ein. Achte bitte gerade bei der ersten Reihe darauf, dass die Längsseiten der Elemente wirklich sauber aneinander liegen und nichts übersteht. Je genauer du hier arbeitest, desto schneller und sauberer wird es beim weiteren Verlegen gehen. Nochmal genau gucken. Hier sollte nichts überstehen. Wenn das nächste Brett sauber ausgerichtet ist, kannst du das Klicksystem mit wenigen Schlägen auf die eingelegte Stirnseite fixieren. Dazu nimmst du am besten den weißen Gummihammer, denn der hinterlässt keine störenden Spuren. So machst du das die ganze erste Reihe einfach weiter. Das nächste Brett anlegen, sauber ausrichten, sodass an den Verbindungen nichts übersteht und anschließend die Stirnseiten mit dem Hammer fixieren. Damit du das letzte Brett der ersten Reihe passend kürzen kannst, drehst du es erst einmal herum, sodass die Feder diesmal zur Wand zeigt. Und legst es dann auf das vorletzte Brett und die bestehende Lücke. Denk wieder an die 10 mm Abstand zur Wand, wobei es hier erst einmal nur um das richtige Maß fürs Kürzen geht. Jetzt ziehst du das obere Brett etwas von der Wand weg, sodass du die Planke darunter als Orientierung nutzen kannst und markierst mit dem Bleistift die passende Länge. Danach legst du das zu kürzende Brett flach auf den Boden, legst den Winkel an die markierte Stelle und ritzt es mit einem scharfen Teppichmesser kraftvoll an. Und kannst es jetzt mit etwas Druck über dem Knie oder einer stabilen Kante einfach sauber durchbrechen. Jetzt kannst du auch das Endstück wie gewohnt an der Stirnseite einlegen, sauber ausrichten und die Verbindung mit dem Gummihammer anschließend festklopfen. Damit deine erste Reihe beim weiteren Verlegen auch wirklich perfekt ausgerichtet bleibt, nutzt du am besten die kleinen Keile. Indem du jeweils zwei Stück übereinander legst, bekommst du einen stabilen Abstandshalter von 10 mm. Diese Abstandshalter steckst du nun entlang der ersten Reihe zwischen Boden und Wand. Am besten so, dass bei jedem Brett auch mindestens einer platziert ist, damit nichts verrutschen kann. Im Zweifelsfall setz lieber ein paar Abstandshalter mehr als zu wenig und denk dabei auch an die Stirnseiten. Mit dem Stück, das vom letzten Brett der ersten Reihe übrig ist, kannst du jetzt deine zweite Reihe starten. Beim nächsten Element hängst du dann zuerst die Längsseite ein, schiebst sie in angehobener Position nach links und lässt auch die kurze Seite ins Klicksystem fallen, bevor du dann die Verbindung wieder mit ein paar kräftigen Hammerschlägen fixierst. Damit die Bretter über die gesamte Länge optimal anliegen, kannst du eventuelle Lücken mit dem Schlagklotz nachklopfen, ohne den Boden zu beschädigen. Bei der letzten Reihe musst du die Bretter sehr wahrscheinlich an der Längsseite kürzen. Denk auch hier wieder an die 10 mm Abstand zur Wand.
Ritze das Brett mit dem Messer an der passenden Stelle an und breche es anschließend wie gewohnt sauber durch. Jetzt kannst du das erste Brett der letzten Reihe an der Längsseite in das Klicksystem fallen lassen. Mit allen weiteren Brettern der Endreihe gehst du anschließend ganz genauso vor und fixierst die Verbindungen jeweils mit dem Hammer. Schon geschafft! Und jetzt kannst du dich über deinen neuen Boden freuen. So wie Immo, der unseren Boden jetzt auch in seiner Wohnung liegen hat und seitdem noch viel lieber zu Hause ist. So einfach geht das, habe ich doch gesagt. Übrigens, du kannst uns auch einfach anrufen, wenn du weitere Fragen zum Verlegen oder Bestellen hast. Bei uns bekommst du immer eine schnelle und ehrliche Antwort. Darauf kannst du dich verlassen. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei deinem nächsten Schritt zum Bodenglück.